Valamogulis, Ladies and Gentlemen. Wie geht's jetzt weiter? Denn das ist die Frage der Fragen. Und zwar ist es jetzt wichtig, wir müssen überlegen, was wollen wir machen. Wir können, so wie das Lager jetzt hier aufgebaut ist, das Spiel wahrscheinlich so weiterspielen. Wir können es nahezu für immer überleben. Ich denke nicht, dass es auch nur ansatzweise jemals, außer vielleicht bei Überfällen von Einheimischen, dazu kommen wird, dass wir hier zu wenig Wasser oder Essen haben. Alleine wegen den ganzen Fischen. Zudem wegen den ganzen Nüssen, die um uns spawnen. Aber wir wollen ja nun mal auch weitermachen. Also was tun wir? Ihr wisst jetzt, wie wir ein Lager aufbauen. Und ihr wisst jetzt über den Rest Bescheid. Das heißt, in der heutigen Folge erkläre ich euch, wie es ab jetzt, wo ihr quasi die Grundsätze des Spiels schon mal verstanden habt, weitergeht. So, willkommen zurück. Und wie ihr seht, ich habe ein paar Pfeile gecraftet, denn ich habe einen Bogen. Einen Bogen zu bauen ist übrigens ganz leicht. Das möchte ich euch nicht vorenthalten, also ihr drückt Tab, wählt Herstellen aus oder noch leichter. Du machst Rechtsklick, Herstellen, wichtig auf einen langen Stock. Ja, nichts anderes. Langer Stock. Oh, wir haben was Neues. Sehr schön. Wir müssen schlafen. Und wählt einfach ein Seil aus und schon habt ihr einen Bogen. Das war's. Mehr braucht ihr gar nicht. So, bevor wir jetzt unter Schlafproblemen leiden, gehen wir doch einfach mal pennen. Ich bin einfach nicht pennen gegangen, weil ich war eigentlich meiner Meinung nach vollkommen ausgeruht. Deswegen hat sich das einfach für mich nicht rentiert. Wie sieht's aus mit Werten? Ach, alle im grünen Bereich. Einwandfrei. Also, ich möchte fest behaupten, das hier ist einer der besten Orte, wo ihr eine Basis bauen könnt. Im Fall eines Angriffs könnt ihr auch hier ganz gut verteidigen. Ihr müsst halt ein bisschen drumherum bauen. Oder ihr geht hier hin mit eurem Bogen, weil die können, glaube ich, nicht hier durchschießen. Lass uns mal testen. Vielleicht können sie hier durchschießen, ich weiß nicht, aber theoretisch müsstet ihr von hier ganz gut verteidigen können. Wenn sie von hier kommen, ja. Ja, also ich will es nicht beschwören, aber ich glaube, ihr könnt diese Basis hier echt gut halten. Weil sie können halt nicht von da und auch nicht von da kommen. Ihr könntet dann quasi hier drunter hergehen, sich hier abwehren oder... Ach, wie ihr möchtet. Letzten Endes ist es eh, wie ihr wollt. Aber das ist ja ein gemeinsames Spiel, was wir diesmal machen. Und das nutzen wir natürlich auch. Immer ein paar mögliche Gedankenspiele durchgehen und so. Also unser Feuer ist nachgeladen. Ich wollte heute mal versuchen, auf diese Insel zu kommen. Denn wie gesagt, jetzt geht's weiter. Ja, unser Feuer wird auch wahrscheinlich aber trotzdem gleich aus sein, wenn wir wiederkommen. Ist aber nicht schlimm. Ich habe noch einiges, was ich euch heute zeigen möchte. Denn ihr wisst jetzt so, wie ihr die Grundzüge überlebt. Ihr wisst auch, was ihr machen könnt. Überlegt euch aber wichtigerweise eure Handlungen vorher. Zum Beispiel, müssen wir diesen Krebs jetzt töten? Klar, können wir. Zack, und dann wäre er weg. Aber müssen wir das? Überlegt euch das. Alles, was ihr tötet oder so, müsst ihr auch mitschleppen. Deswegen überlegt euch gut, ob ihr das wollt. Und ich zeige euch jetzt noch eine wichtige Sache. Erstens, ihr braucht immer ein paar Steine. Für Steinklingen etc. Es hätte gereicht, wenn ihr ihn aufgesammelt hättet. Aber hier zum Beispiel habt ihr Seerosenblüten. Die solltet ihr auf jeden Fall mal einsammeln, wenn ihr die Chance habt, welche zu sehen. In der Nähe von Seen oder in der Nähe von Flüssen, wie ihr seht. Sammelt sie ein, wenn ihr sie jetzt mal esst. Zack, dann seht ihr hier Lebensmittelvergiftung und Kohlenhydrate. Seerosenblüten, wenn ihr sie zum Beispiel kocht, sind sehr, sehr gut bei Lebensmittelvergiftung, wenn ihr mal das Falsche gegessen habt. Das solltet ihr eventuell nutzen. So, den Stein nehmen wir mal mit. Den können wir nämlich sehr gut gebrauchen. Eieiei. Wir haben wieder irgendwas zu quengeln. Ach, was ist denn diesmal? Ich ahne es schon. Ah, da ist es. Ihr kleinen Bastarde, ey. Ich hatte eben mal 20 Stück am Arm, während die Kamera oder beziehungsweise das Video aus war. Ja, ist nicht schön. Gucken wir uns doch mal eben zusammen die neue Blüte an. Seerose. Kuriert Lebensmittelvergiftung. Und hier als Suppe und als Verband machbar. Gut, dass es die Hinweise gibt. Und gucken wir mal ganz kurz hier. Insomnie. Wirkung. Verschlechtert geistige Gesundheit, erhöht Energieausschüttung. Das wollen wir natürlich nicht. Bekannte Behandlungsmethode, wenn du länger als 4 Stunden schläfst, ist der Effekt wirkungslos. Ja, ist doch schön.
Also mein Ziel ist es ja heute darüber zu gehen, deswegen komm, lass uns gar nicht drum rum. Ich wollte eigentlich nur aufpassen, ob hier Piranhas sind. Es sieht recht gut aus und deswegen, wir springen so weit rein, wie es geht. Oh, da ist ein Fisch rechts. Ich hoffe, wir schaffen es. Ich hoffe, hier ist kein Piranha. Ah, es sah gut aus. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, deswegen bin ich jetzt mal leiser. Hört mal hin. Hier ist übrigens Bambus. Also sehr schön, direkt hier gegenüber so eine Bambusinsel zu haben. Also wenn sie nichts geändert haben, müssen wir jetzt mal ganz vorsichtig hinhören. Vielleicht haben sie auch was geändert. Es gab zwischendurch ja mehrere Updates. Noch höre ich nichts, bin ich ganz ehrlich. Also hier müssten eigentlich jetzt gleich gelernt. Hier unten müssten Krieger sein. Haben wir hier kaputte Bananen, Knochenzünglerfleisch. Ja, und eine Fackel, wenn wir die nehmen, haben wir sie freigeschaltet. Hier mal Kokosnüsse. Kann auch mal eben nehmen. So, müssen wir eben was schauen. Das ist ein bisschen komisch. Eigentlich hätten wir sie jetzt singen hören müssen. Vielleicht haben sie das geändert oder sie sind gar nicht mehr hier. Was ja wiederum auch eine Änderung wäre. So, wir sammeln den mal eben, damit wir nur Fleisch und Federn haben. Wir sind fast voll überladen, habt ihr gesehen? So, jetzt haben wir Fleisch. Das hier ist gut gegen Parasiten, da haben wir es nämlich. Das wollte ich euch letztes Mal schon gezeigt haben. So, Kokosnüsse gehen immer. Deswegen immer mitnehmen, wenn ihr könnt. Aber in dem Fall blöd. Also wir haben unsere Bidons, die werde ich auch nicht ablegen. Können ja beide mal leer trinken. Jetzt sammeln wir die. Also ich finde, man sollte immer so 10 Kokosnussschalen haben. Das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber das heißt auch, ihr habt sehr viel Regenwasser. Eine essen wir noch. Ah, doch noch nicht. Jetzt. Seht ihr, die hat jetzt eine Verfallszeit, eine zur Kokosnuss nicht, also nehmt immer zur Kokosnuss mit. Hier habt ihr noch einen Bogen auf dieser Insel. Diese Insel ist übrigens auf der Karte gesehen, oben links. Hier könnt ihr die Koordinaten sehen. 52, 17. Mann, sind wir schon wieder überladen. Ist doch nicht schön. Wichtig ist mir halt, wie gesagt, dass wir diese leeren Kokosnussschalen haben. Übrigens, betreibt hin und wieder mal ein bisschen Inventarmanagement. Das kann euch den Hintern retten. Weil tatsächlich könnte es sein, dass ihr dadurch diese eine einzige Sache, die ihr vielleicht irgendwann findet und wirklich, wirklich, wirklich braucht, dass ihr die mitnehmen könnt, statt liegen lassen müsst. Also betreibt Inventarmanagement. Es wirkt dumm, ich weiß. Es macht auch garantiert keinen Spaß. Das werde ich euch versprechen, dass das nicht lustig ist. Aber es ist halt wirklich, wirklich relevant für dieses Spiel. Also ihr habt davon auch was. Ihr macht es nicht einfach so. Ich bin etwas der Meinung, dass man dieses Spiel sowieso noch ein bisschen anpassen sollte. Gerade was dieses Inventarmanagement und so angeht. Ich finde, das wird etwas zu hoch gewertet. Aber, naja. Es war bis jetzt auch auf diesem Kanal noch nicht so stark vertreten, dass es mich gestört hatte. Wobei das ja eigentlich schade ist. Ich finde, wir sollten Green Hell wirklich deutlich, deutlich, deutlich öfter mit auf diesen Kanal bringen. Oder was denkt ihr? Könnt mir mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr Green Hell öfter sehen möchtet. Für mich war es wichtig, dass wir mal hier hochgehen, denn ich wollte unbedingt das hier haben. Das ist nämlich das Trockengestell aus Bambus. Das wollte ich unbedingt haben, damit wir mal Fleisch trocknen können. So machen wir Fleisch nämlich haltbar. Zwar sehr lange. Verdammt nochmal. Es ist immer dieser eine Gramm. Essen. 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 Mann, Mann, Mann. Ich meine, hier wäre noch was gewesen. Da kann ich jetzt allerdings falsch liegen. Das ist nur eine Vermutung gewesen. Eigentlich waren die immer hier unten. Hier. Deswegen gehe ich jetzt mal kurz vorsichtig, weil ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die komplett entfernt wurden. Das da ist ein Ameisenhügel, wenn wir da jetzt zu nah rangehen.
dann haben wir eine Ameiseninfektion. Und das machen wir jetzt mal, weil das passiert mal schnell im Dschungel. So, jetzt wurden wir von Ameisen gebissen. Jetzt haben wir aber Glück gehabt. Wir haben nichts bekommen. Das ist jetzt wirklich Hammerglück gewesen. Tatsache. Ey, wir haben nichts bekommen. Super, also manchmal kriegt man Infektionen durch die Ameisen, aber ich zeige euch jetzt mal einen Trick. Ihr habt es gerade aber gesehen, wenn wir dazu nah rangehen, dann beißen euch die Ameisen. Mit gut Glück passiert nichts, mit Pech habt ihr eine Infektion. Im Prinzip heilt die auch von alleine wieder ab. Aber was ihr machen könnt, ist, ihr nehmt eine Fackel, müsst sie natürlich am Feuer anzünden. Und wenn ihr eine Fackel habt, die an ist, könnt ihr da dran gehen und könnt Ameisen sozusagen ernten. Aha, guck mal da, ein Armadillo. Nicht. Das bringt uns doch jetzt überhaupt nichts. Das wäre doch jetzt nur die Lust am Töten. Hier hätten wir auch direkt ein Feuer. Also hier könnt ihr quasi auch eine sehr schöne Zuflucht aufbauen, weil die werden nicht übers Wasser kommen. Normalerweise war hier ein Stamm auf der Insel, deswegen ich bin gerade ein wenig perplex, dass der auf einmal entfernt wurde. Ich habe euch das ja nicht aus Spaß gesagt mit Hört mal hin. Aber gut. Es ist jetzt, wie es ist, ne? Und hier sind noch mehr Dinge auf der Insel, die wir erkunden können. Leider weiß ich gerade ohne meine Karte nicht mehr wo und das Spiel ist zu lang her, als dass es mir gerade auswendig einfiele. Ist aber an sich nicht schlimm. Es waren keine extrem wichtigen Dinge. Und wir können jederzeit wiederkommen. Ich sag mal, es ist jetzt nicht weit von unserem Lager weg. Ich würde gerne mal hier eine Brücke rüberbauen. Das fände ich richtig, richtig cool, wenn das ginge. Wir können ja gemeinsam nochmal erkunden, denn es ist jetzt im Prinzip egal, wo wir hingehen auf dieser Insel. Es ist immer das Gleiche. Und zwar, wir wollen überleben. Das heißt, wir brauchen immer die drei Grunddinge. Wir brauchen Essen, also wir brauchen Nahrung, wir brauchen Wasser, wir brauchen... Oder machen wir es noch oberflächlicher, wir fassen jetzt einfach mal Nahrung und Wasser zusammen als Lebensmittel. Das heißt, wir brauchen Lebensmittel, wir brauchen einen Speicherpunkt und wir brauchen einen Schlafplatz. Das sind die wichtigsten Dinge. Haben wir das echt entfernt? Ich verstehe es nicht. Oder sind die weiter hier hinten? So, und um Nahrung bzw. Schlafplatz und Speicherpunkt könnt ihr ganz leicht abdecken, indem ihr diese eine Dings da baut, was ich euch gezeigt habe, diesen Unterstand. Der deckt Speichern ab und der deckt Schlafen ab. Was ja im Prinzip schon mit das Wichtigste ist. Ach, Tierexkremente, okay. Hätte ja ein Kadaver sein können, die sind nämlich cool. Und ihr braucht Lebensmittel. Lebensmittel, die könnt ihr auf dieser Insel, wie ihr seht, in einigen Mengen auch schon finden. Ihr könntet dann wiederum auch einfach anbauen, indem ihr Tab drückt, Tagebuch. Und ich glaube, es war nicht hierbei, aber das ist egal. Wollte euch das nochmal zeigen. Das müsste hierbei sein. Genau, kleiner Setzkasten und großer Setzkasten. Dafür braucht ihr allerdings hinterher Stock und Feuerbretter. Genau, Feuerbretter bekommt ihr aus Holzscheiten, das hatte ich euch gezeigt. Und hier haben wir sogar noch ein Kadaver. Schön. Tja, sie haben es weggemacht. Leute, ich fasse es nicht. Hier war wirklich ein Tribe drauf. Normalerweise. Vielleicht ist das auch an manchen Zeiten so. Oder vielleicht spawnen die immer noch oder können spawnen. Ich weiß es nicht. Aber hier war ein Tribe drauf. Ich schwöre es euch, hier war ein Tribe drauf. Also ich empfehle euch, baut dann hier oben eine Base. Vielleicht ganz cool für den Anfang, weil ihr kriegt den Bogen hierbei. Irgendwo marschiert gerade auch Essen auf uns zu. Ihr habt das Räuchergestell schon gebaut und ihr habt ein mega Lagerfeuer schon gebaut. Es gibt Steine. Also es ist richtig cool hier. So, da unten, da war der Tribe, glaube ich. Oder irgendwo hier, aber der saß irgendwo unten an so einem Feuer. Pass auch ein bisschen auf, wenn ihr durch zu hohes Gras geht. Also im Sinne von hier durch zum Beispiel. Da könnte eine Schlange drin sein. Die hört ihr natürlich, aber trotzdem passt auf. Wir gehen jetzt einfach mal hier runter. Vielleicht hören wir sie ja doch gleich. Es ist übrigens, wie gesagt, eben erwähnt Bambus. Und Bambus hat eine sehr coole Eigenschaft, die möchte ich euch mal zeigen. Zack, zack, zack. So, und zwar sind das hier lange Bambusstäbe. Ihr nehmt den langen Bambusstab, geht jetzt einfach mal auf Herstellen und da kriegt ihr einen Bambusspeer. Zack. Jetzt werden wir überladen, deswegen schmeißen wir ihn weg.
Aber das ist ein Bambusspeer, das heißt, die müssen nicht mehr viel machen und der ist relativ stark. Ist also meiner Meinung nach eine sehr gute Investition. Wenn wir es jetzt irgendwie schaffen, unsere Bases hier zu verbinden, dass wir nicht immer außenrum müssen, dann haben wir sogar eine sehr, 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 sehr gute Bambusversorgung. Und das fände ich persönlich eine ganze Menge wert. Also ich hätte da so eine Idee. Das machen wir jetzt nicht mehr in diesem Playthrough, aber ich hätte da eine Idee. Weil effektiv alle anderen Sachen gibt es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es funktionieren würde. Aber vielleicht könnt ihr es euch schon denken. Und zwar können wir einen Rahmen bauen. Als Brücke. Zumindest dachte ich das ursprünglich so. Es scheint aber, als ob mir das Spiel einen Strich durch die Rechnung machen möchte. Und sagt, hör mal, Freundchen, so nicht. Nicht mit mir, ne? Hier können wir es jetzt gleich wahrscheinlich hinbauen. Ja. Die Frage ist, können wir einen Rahmen da dran bauen? Das wäre doch jetzt mal sehr interessant herauszufinden. Und deswegen machen wir das jetzt einmal zusammen. Einfach, weil hier so viel Bambus ist. Dass es nicht lange dauern wird. So, jetzt machen wir den. Ich schätze mal, wir brauchen mindestens 2 Holzscheite. Zack, zerab. 1, 2, wir sind hemmungslos überladen. Und 3. Ich meine, wir können auch schwimmen, oder sind Piranhas. Deswegen finde ich die Idee nicht ganz so optimal. Und ich finde, man sollte in diesem Spiel noch ein paar mehr Optionen einbauen. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Brücke bauen will. Ich finde das wirklich legitim für so ein Spiel, dass man eine Brücke bauen kann. Sollte man vielleicht hier einen Startpunkt setzen können. Zum Beispiel hier, Brückenanfang, plüpp. Und dann geht man auf die andere Seite. Oder man markiert Brückenende, plüpp. Und dann rechnet er dir hier automatisch rein, was du brauchst. Und dann zeigt es dir an. Das wäre doch meiner Meinung nach ideal. Zack. So, hier haben wir einen langen Bambusstab, hier haben wir einen langen Bambusstab, hier haben wir auch noch einen langen Bambusstab. Und dann haben wir den 4. langen Bambusstab. Das mag ich so an Bambus. Der Nachteil ist, ihr werdet hier ein bisschen weniger Lianen kriegen. Also optimal ist das nicht. Da müsst ihr dann auf die andere Seite. Seht ihr, weil ihr braucht ja auch Lianen. Die wachsen nun mal eigentlich nicht an solchen Bäumen. Guck mal, vielleicht kommen wir da auch rüber. Dazwischen. Aber mich hat ja nur mal jetzt interessiert, ursprünglich konnten wir da ja nicht hinbauen. Ich wollte jetzt ja nur mal wissen, könnten wir denn theoretisch jetzt da dran bauen? Also es würde gehen, aber er nimmt es nicht an. So, das finde ich schade. Seht ihr? Das geht nicht. Schade. Aber ist ja nicht schlimm. Wir können mal versuchen, ob wir hier irgendwie einen gescheiten Weg zwischen haben, weil das wäre für mich auch noch okay. Oh, die sind so süß. Ach, guck mal. Hätten wir gar nicht so weit gehen müssen. Hier kommt man anscheinend auch gut her. Ah, guck mal. Ist doch super. Ist doch absolut ideal. Also wenn wir Bambus brauchen, auf der Insel welche holen. Super Geschichte. Da ich jetzt gerade gesehen habe, dass es da eine Furt gibt, oder beziehungsweise keine direkte Furt, aber da könnten die vielleicht rüber. Es kann sein, dass sie euch daher folgen können. Also solltet ihr eventuell über nachdenken, da vorne Verteidigungsanlagen zu bauen. So, guck mal. Unser Feuer ist aus. Damit habe ich gerechnet. Also ihr müsst selber abwägen, ob das für euch okay ist, wenn das ihr länger weg seid oder nicht. Also eure Feuer werden dann ausgehen. Ach, guck mal. Eine Kokosnuss. Eine Feder. Ja, und so geht's jetzt weiter. Also ich fasse das jetzt zum Abschluss nochmal zusammen. Gucke währenddessen nochmal, ob ich einen Fisch habe. Ach guck, noch einen Kaiserfisch. Wir laden mal direkt nach. Oder können wir jetzt auch einen Kaiserfisch da reintun? Ja, können wir Fleisch da reintun? Nein. Seerosen. Früchte. Maden. Tatsache. Machen wir mal Maden rein. Gucken, was passiert. Also ich fasse das mal zusammen. Tun wir mal so, als wäre das jetzt nicht hier. Ihr streift jetzt mitten durch den Dschungel. Ihr habt das Spiel gerade angefangen. Und ihr habt jetzt auch eure Ausrüstung. Ihr wollt jetzt weiterziehen. Oder machen wir es erstmal so. Ihr fangt gerade an. Also das Erste, was ihr jetzt mal macht, ist, hier geht in euer Tagebuch. So, alles gelesen. Jetzt guckt ihr, was brauche ich zum Bauen. Hier steht noch nicht alles drin. Aber hier steht zum Beispiel eine Steinaxt. Ihr braucht einen Stein und einen Stock. Das ist das Erste, was ihr baut, damit ihr überhaupt Bäume fällen könnt. Ihr braucht Steinklingen für Speere, also baut euch eine Axt und einen Speer. Das ist schon mal wichtig. Damit habt ihr eine Grundverteidigung
und ihr könnt jagen und ihr habt zumindest die Möglichkeit, ein wenig, naja, Schaden anzurichten an Bäumen. Zweiter Schritt, und ich will euch nochmal was zeigen. Ich nehme zwei Steine, eine Steinklinge. Nehmt die Steinklinge, ihr nehmt einen Stock und ein Seil, dann habt ihr eine Steinhacke. Das könnt ihr nämlich auch machen. Da habt ihr quasi die bessere Version einer Axt. Zumindest war ich immer der Meinung, dass das so ist. Aber die ursprüngliche Version ist so. Dann habt ihr eine Steinaxt. Mehr braucht ihr auch eigentlich schon gar nicht. So, wenn ihr jetzt mal kein Feuer ankriegt, ich zeige euch jetzt nochmal, wie gesagt, in dieser Zusammenfassung alles. Ihr seid jetzt gerade unterwegs, ihr habt euch jetzt die Grundsachen gebaut und fertig. Ihr habt jetzt euer Lager aufgebaut und ihr seid jetzt hier 1000 Kilometer weggerannt ins andere Ende der Insel. Jetzt müsst ihr überleben, euer Lager ist zu weit weg, die Strecke könnt ihr nicht mehr laufen, also was macht ihr? Ganz einfach, ihr guckt erstmal, wie ist meine Umgebung beschaffen. Habe ich Bambuswälder um mich rum und vielleicht viele Palmen? Palmenblätter zur Verfügung oder habe ich eher sehr viele Bananenblätter? Guckt, das ist nämlich ganz wichtig, guckt euch vorher die Umgebung an. Und dann Schritt 1, Tagbuch auf, hier drauf, nein, hier drauf. So, kurz durchscrollen. Erste Handlung, Hüttenunterstand. Immer als erste Handlung Hüttenunterstand. Ihr wollt nämlich nicht keine Energie haben in diesem Spiel. Sondern sucht euch irgendeine Stelle. Bastelt das Ding hin. Das mache ich jetzt nicht. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Lass mich einmal ganz kurz gucken. Ich bin mir relativ sicher, dass wir Blutegel haben. Lasse mich aber auch gerne überraschen. Vielleicht lasse ich mich doch lieber nicht gerne überraschen. So, das ist jetzt der erste Schritt. Nachdem ihr das gebaut habt, merkt ihr jetzt, hei, unser Essen geht mir langsam aus. Oh, was mache ich denn nur? Was mache ich nur? Ja, das ist jetzt ganz einfach. Ihr geht wieder auf euer Tagebuch. Ihr habt das ja mittlerweile schon hinter euch. Und jetzt könnt ihr entweder nur ein kleines Feuer bauen, das reicht aus. Oder wieder einen Steinring drumherum. Oder ihr baut direkt das Lagerfeuer. Das braucht natürlich enorm viel. 8 kleine Steine, 4 große, 12 Stöcke, 8 kleine Stöcke. Aber es hält auch länger. Ihr könnt natürlich auch das Bambusräuchergestell bauen. Das würde ich euch auch empfehlen. Da könnt ihr nämlich Fleisch haltbar machen. Und das ist sehr, sehr cool. So, und jetzt habt ihr natürlich schon wieder ein Lager. Jetzt könnt ihr wieder anfangen, ein bisschen mehr zu bauen. Ihr könnt Setzkästen bauen und zum Überleben. Wie gesagt, das wollte ich euch nochmal zeigen. Ihr geht hier drauf, scrollt auf die letzte Seite. Ihr könnt Setzkästen bauen. Hier zum Beispiel. Zack. Jetzt brauchen wir 4 Stöcke. Dann brauchen wir noch Holzscheite. Das sollte ja hier nicht so das Problem werden. Ich hoffe, wenn ich mich so stelle, fällt der Baum so, wie er soll. Ja, perfekt. Ich hoffe, der macht das auch. Ebenfalls super. 4 können wir nicht nehmen, ne? Nicht so Iron Man-mäßig. Schade, schade. Zudem habt ihr hier sehr viel schönes Holz jetzt wieder. Das ist übrigens ganz praktisch, wenn ihr mal lernt, wie der Bau hier funktioniert, weil euch das Überleben deutlich erleichtert. So könnt ihr übrigens auch Heilpflanzen etc. mal anbauen. So, jetzt wollt ihr irgendetwas anpflanzen. Das könnt ihr natürlich machen, aber es geht nicht. Ja, was machen wir denn jetzt? Also ist ganz leicht. Ihr habt irgendeine Pflanze, die ihr anpflanzen möchtet. Beispielsweise, wir brauchen jetzt mal entweder Essen. Haben wir Nüsse? Nein. Oder Pflanzen. Ihr wollt jetzt essen, dann braucht ihr eine Pflanze, die ihr anpflanzen könnt. Wie zum Beispiel hier diese Monstera. Oder jede Pflanze, die wir abgehackt haben. Oh, Vogelnester, immer mitnehmen. Ganz wichtig. Okay, wir haben keinen Platz mehr. Das ist auch in Ordnung. Das ist sogar ein guter Zustand. Oder was ihr jetzt machen müsst, ist, ihr müsst Pflanzen trocknen. Das werde ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr hinkriegen. Aber ihr könnt tatsächlich Pflanzen trocknen lassen. Ihr nehmt die Pflanze, tut sie ins Inventar. Hier haben wir eine. Ach, die ist ja schön. Also, ihr nehmt diese Pflanze hier. Da sind sogar die Sachen, die wir brauchen. Hier passt sie nicht mehr rein. Wir schmeißen mal... Hier, das könnt ihr übrigens machen. Ne, vor eurem Lager. Geht immer einen Schritt zurück. Stellt jetzt erstmal überall hier Kokosnussschalen auf. Die sammeln sich nämlich jetzt voller Wasser.
Wisst ihr, und deswegen möchte ich auch immer so viele haben. Also nehmt diese Pflanze und lasst die trocknen. Ja, das könnt ihr auch am Feuer, in unserem Fall geht das jetzt nicht. Beziehungsweise nicht am Feuer, am Räuchergestell könnt ihr das machen. Und dann trocknet die. Wenn ihr die Pflanze getrocknet habt, dann könnt ihr sie einpflanzen. Also nutzt die Chance. Und dann könnt ihr nämlich die Pflanze, die ihr gerade abgebaut habt, hier züchten. So geht das, wie ihr seht, nicht. Das heißt, ich kann da jetzt auch leider nichts mal eben demonstrieren. Ist aber nicht schlimm. Das Prinzip, denke ich, habt ihr verstanden. So, und genau auf diese Weise könnt ihr dann anbauen. Tja, ich hoffe, das hat euch gefallen, diese kleine Serie. Ich habe mir damit Mühe und Zeit genommen und gegeben. Also Mühe gegeben, Zeit genommen. Und wollte euch das einfach mal demonstrieren, wie ihr das Spiel spielen könnt. Weil es mir aufgefallen ist, dass ihr sehr, sehr oft nachfragt, ob ich mehr Guides machen kann. Es wird mehr Guides zu Green Hell geben. Schreibt mir bitte eure Fragen immer in die Kommentare, damit ich weiß, was euch so interessiert, was ihr gerne möchtet, was ihr sehen möchtet. Und ihr seht, dann passiert auch was. Und dann bin ich doch für euch da. Ich lasse doch meine Leute hier nicht im Stich. Niemals. So, wie gesagt, wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich hoffe, ihr konntet mit diesem Playthrough was anfangen, so dass ihr auch mal wirklich live sehen konntet. Wie würde das jetzt funktionieren? Was kann ich tun? Was für Optionen hätte ich? Und ja, ich denke nicht, dass es da noch viel zu sagen gibt. Liked oder disliked das Video, eure Entscheidung. Ansonsten, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Valadoeris, euer Wolf.